Der Musetalk Praxistalk wird präsentiert von Just Music. Alles für Musiker findet ihr in den großen Just Music Shops in Berlin, Hamburg und München. Und natürlich im Internet unter www.justmusic.de. Die Top-Deals gibt es auch bei uns. Täglich aktualisiert auf der Musetalk Startseite. Herzlich willkommen zu Musetalk, dem Music- und Sound-Production-Podcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen zum Musetalk Stammtisch Praxistalk. Heute geht es einfach nur um Audio-Laptops. Und in der Leitung habe ich dafür den Dirk Zerwenka von Musotronic oder wie ihr da heißt. Hallo Dirk. Herzlich willkommen, hallo. Das war doch falsch, Musotronic, ne? Da machst du das gar nicht mehr. Nein, das heißt eigentlich Musonic. Oder Comline, kann man auch sagen. Comline. Comline ist ein Vertrieb, richtig? Comline ist der Distributor und Vertrieb für viele Audio, Computer-Audio-Produkte. Genau, und zum Beispiel auch für Avid, ne? FL Studio und Steinberg. Und Apple. Deswegen bist du auch heute hier von mir eingeladen worden oder hast dich ja quasi selber eingeladen, was absolut dein gutes Recht ist. Denn wir haben ja einige schöne Stücke hier, die auch ihr vertreibt, ne? Hier haben wir Apple, macht ihr auch und HP, glaube ich, auch. Da werden wir dann gleich intensiv drüber diskutieren. Mit in der Leitung und mit in der Runde habe ich den Kai Schwirzke, den Eismeister, endlich wieder am Start. Hallo Kai. Hallo nun Erik. Was hast du die ganze Zeit getrieben? Wir haben dich lange nicht gesehen. Ach, war einfach viel zu tun und Donnerstagmorgens war immer irgendwie ungünstig. Oh, schade. Naja, nichts. Aber du hast ja auch das ein oder andere Laptöpchen in der letzten Zeit gekauft und wirst uns berichten, wie es dir so ergangen ist damit bisher. So, und dann noch dabei, Mr. Tom Ammerman from Hamburg, yes. Mr. 3D Sound and Headphones Surround und was so. Das volle Jetzt Programm. Werde ich dich nachher gleich als erstes fragen, bitte ja. Warum du dich berufen fühlst, heute in dem Praxistalk rund um Audio-Laptops mitzumachen. Du hattest dich da auch ganz intensiv schon geäußert im Vorfeld, ne, dass du unbedingt mitmachen willst. Da bin ich mal richtig gespannt, was du da so zu erzählen hast. Ne? Ja. Gut, was wir am Montag zu erzählen haben, das könnt ihr hier schon mal sehen. Das ist herzlich willkommen zum News. Verzerren in vier verschiedenen Text Algorithmen. Vom wobei der zwei von Isotope, den Channel Strip, einen sehr weichen, warmen und geschmeidigen Charakter hat, mit dem man also diese extrem seidigen Höhen sehr gut hinbekommt. Das ist mir beim anderen Plugin so bisher noch nicht gelungen. Okay, hast du denn auf der Stimme jetzt? Ich kann das mal eben zeigen, zum Beispiel. Ja, ich kann das mal zeigen an dem. Da habe ich mit André Dubke zusammen das Isotope Channel Strip Plugin Alloy 2 angecheckt. Das könnt ihr hier sehen am Montag um 6 Uhr auf diesem Sender. So, los. Ich habe eine Menge Laptops gekauft in den letzten zwei Wochen. Deswegen habe ich kurzfristig gesagt, da muss ich unbedingt mal einen Praxistalk drüber machen mit euch. Denn ich habe gekauft ein Apple MacBook Retina, einen HP Notebook für 299 Euro. Dann habe ich hier jetzt nicht zu sehen ein Lenovo Gaming Laptop für meinen Sohn gekauft und habe mir da mal eine Gedanken zu gemacht. Auch zu diesen kleinen Fallstricken, die man überall jetzt hier bei Apple immer kriegt, so Adapterprobleme und so weiter und so fort. Aber ich bin so neugierig zu erfahren, warum der Tom Ammerman bei einem Stammtisch rund um Audio-Laptops unbedingt mitmachen wollte, was er da so alles zu berichten hat. Dann leg doch mal los. Du hattest ja hier zuletzt deinen riesen 17er am Start, ne? Dein Apple 17 Zoll. Ich hab's, kann ich dir mal zeigen, voll cool. Warte mal, kurz abnehmen. Ich habe tatsächlich noch dieses große 17er so als letzter von allen erhalten. Und wie heulen auch eine ganze Menge Leute rum, wenn sie dann sehen, dass ich plötzlich dieses riesen Ding aufklappe. Ist natürlich voll cool für Präsentationen, ist natürlich nicht so der Mega-Hammer für mal eben durch die Gegend schleppen und auf der Messe mit rumrennen. Was ja das ist, was ich die ganzen letzten Wochen und Monate tue. Ich renne mit auf den Messen rum, weil ich mein bekanntes Plugin, den Spatial Audio Designer, präsentiere. Und seit heute können wir VST Windows. Es ist online, es funktioniert. Und deswegen muss ich natürlich auch unbedingt hier sitzen, weil jetzt können wir beide Plattformen bedienen. Alle dürfen mitmachen. Und der Grund, warum das für Laptops natürlich so
Spannendes ist, weil du kannst halt an deinem Laptop mit diesem Plugin, mit jeder, mehr oder weniger jeder Audio-Workstation auf diesem Planeten, kannst du halt dich in virtuelle Räume setzen und mal hören, wie deine Mischung in dem Kino klingt oder in einem etwas größeren Aufnahmeraum oder in einem Regieraum. Und es ist egal, ob du dir 5.1, 22.2, 13.1, Stereo, Mono anhörst. Ich verkaufe halt virtuelle Lautsprecher, mit denen kann man halt arbeiten in verschiedenen Räumen. Deswegen, du kannst halt am Strand sitzen und kannst irgendwie 5.1 abhören, mischen, überprüfen, du kannst es... Du bist ja hier falsch. Wir sind hier heute nicht im Headphone Surround, Kollege. Wir machen hier... Ja, aber wir wollen von dir wissen, was deine Erfahrungen auf den beiden Plattformen sind, Windows und Mac, und was deine Erfahrungen mit deinem schönen 17-Zöller sind. Das mein darum 17-Zöller? Geht's heute hier. Mein 17-Zöller? ich würde sehr ungern mit einem kleineren Laptop arbeiten. Selbst in der Bahn ist mir mein 17-Zöller lieber als, ich habe noch ein älteres Windows-Laptop und das ist ein ThinkPad, glaube ich, TravelMate. Und das ist echt, ich glaube, das hat irgendwie zwei Drittel der Auflösung, die das 17-Zöller hat. Und das ist echt knapp so. Wenn du da sind wir ja jetzt schon ganz schnell beim Display gelandet, ne? Was willst du denn jetzt hören? Du willst, wo soll ich anfangen? Es gibt so viel zu erzählen. Das ist gut, wir haben noch eine ganze Stunde Zeit dafür. In welche Richtung? Soll ich sagen, welches Plugin ich am tollsten finde auf meinem Laptop? Oder, darum geht es gar nicht. Was ich heute hier besprechen wollte, sind solche Geschichten wie, was brauche ich alles für Adapter, um heutzutage noch einfach nur ins Ethernet zu kommen, ne? Mit dem Mac. Das brauchst du? Was passiert, wenn ich einen Mountain Lion habe und möchte dann mal auf die eine oder andere Verzeichnisstruktur gehen und so weiter und so fort. Kai, warum hast du denn einen Mac-Laptop für Musik und keinen Windows-Laptop zum Beispiel? Weil ich die schicker finde. Ganz einfach. Schicker? Weil, ja, hat mich überzeugt. Ich habe die beim Kumpel das erste Mal in Aktion gesehen. Und dann dachte ich mir, die sind zwar teurer, aber das möchte ich doch auch mal haben. Und ich habe das bislang nicht bereut. Mhm. Ich kann es auch sagen, obwohl sie teurer sind, sie sind einfach haltbar. Zumindest das, was ich noch besitze. Den schon etwas älteren Core 2 Duo. Das ist mir etwa, sagen wir mal, aus Sesselhöhe runtergefallen und auf einen Stahlhantel geknallt. Und ich dachte, oh shit, das war's jetzt. Aber außer zwei ganz kleinen Beulen ist nichts passiert. Und in dem Moment dachte ich, da hast du dein Geld so verkehrt nicht angelegt. Ich glaube, das, was du da gerade in der Hand hattest von HP, das überlebt Stürze nicht so ganz ohne weiteres. Mit das zwei kleinen Leichenbeulen. Auch Alu? Oder sieht es nur nach Alu aus? Nee, das ist hier nur Plaste. Das ist nur eine Laste. Hat aber auch fairerweise nur 299 Euro gekostet. Komplett. Also du würdest sagen, für ein Apple-Notebook spricht Haltbarkeit. Mhm. Ja, würdest du tatsächlich so sagen. Also Dirk, das habe ich dir ja schon im Vorfeld erzählt. Mir ist ja hier der HP mal runtergefallen, aus nicht ganz großer Höhe. Und da hatte ich dann hier schon leichte Rissgeschichten und hier war was abgebrochen. Vielleicht hatte Kai da recht, ne? Was sind denn eure Erfahrungen? Ihr kriegt ja wahrscheinlich auch den einen oder anderen Laptop mal wieder zurück, weil irgendwas nicht funktioniert oder runtergefallen, kaputt ist. Gibt es da tatsächlich signifikante Unterschiede in der Haltbarkeit zwischen einem Apple-Notebook und einem HP oder Lenovo oder so? Würdest du das unterschreiben? Oder siehst du die Unterschiede woanders? Also ich kann es jetzt selbst nicht beurteilen, weil ich die ganzen Servicefälle nicht kenne. Und das machen übrigens die Firmen selber. Sowohl Apple hat einen eigenen Service als auch HP oder andere Firmen. Bei Apple muss man auch unterscheiden zwischen MacBook und MacBook Pro. Und genauso bei HP. Es gibt halt die Consumer Notebooks und dann gibt es halt dann auch diese Workstation Notebooks. Das heißt, sie sind vom Preis her identisch wie in Apple. Das heißt, für einen Workstation Laptop zahlst du auch locker 2000 Euro. Das geht sogar hoch bis 4000 Euro. Und was du jetzt hattest, das war ein einfacheres, aber auch kein schlechtes. Wenn es natürlich runterfällt, was wahrscheinlich beim normalen MacBook auch passieren kann, ist schon mal, dass da irgendwie was kaputt geht. Meinst du, Kai hat einfach nur Glück gehabt? Ich gebe dir recht, wenn du das mobil einsetzen möchtest, das heißt gerade für Audiosachen, muss man schon auf solche Sachen achten. Also es steht ja nicht irgendwie immer schön auf dem Schreibtisch,
sondern es wird ja auch mal mitgenommen. Und je nachdem beim DJ irgendwo steht ja nicht immer sicher. Man sagt ja dazu auch Unibody, ne? Hier zu diesem Max. Das ist ja tatsächlich aus einem Teil gefertigt, was hier definitiv natürlich nicht der Fall ist. Und ich würde es aber auch ungerne fallen lassen. Ja, gut, du kriegst ja, glaube ich, für das MacBook Pro kannst du dir von dem HP Notebook, glaube ich, 10 Stück kaufen. Oder, nee, 8. Ach so, da kann man ja schon mal 7 oder so fallen lassen, ne? Ja. Also, also dann hat immer noch kaufst einen. Du dann gleich 5 Stück und dann hast du dann 4. Du hast trotzdem noch Geld gespart. Okay. Aber ich, das war jetzt natürlich ironisch gemeint. Also wenn du mehr Geld ausgeben möchtest, was auch durchaus Sinn macht, gerade im Audio, für Audio-Notebooks, da sollte man jetzt nicht auf 299 Euro Geräte gehen. Oder wenn man, wie gesagt, ich habe wirklich nur so begrenztes Budget, dann hat man halt, muss man mit dem Kompromiss leben, dass es vielleicht vom dass das halt ein Kunststoffgehäuse ist, was nicht aus einem Guss ist. Kann schon passieren. Das ist aber überall so. Ich meine, kennst du diese, es gibt, glaube ich, von Lenovo ein Notebook, da machen ja sogar extrem Werbung. Das kannst du, glaube ich, aus 10 Meter im laufenden Betrieb runterschmeißen und bleibt immer noch. Bleibt und streamt noch. Weiter live ins Internet, ja. Kostet aber auch 2000 Euro, genau. Und nicht 200 Kilo vermutlich, ne? Nein, nee. Ist ein ganz leichtes. Und da gibt es auch mittlerweile, weil die Werbung halt auch so betrieben wurde, muss man unter YouTube gucken, gibt es also viele User, die das also nachmachen. Also ich glaube, ich habe bestimmt schon an die 200 YouTube-Videos gesehen, wo halt User genau dieses Notebook aus irgendwelchen komischen Situationen einfach immer hinschmeißen. Fragen wir mal den Tom Ammermann. Tom, hast du dein Notebook aus Versehen schon mal vom Sofa rutschen lassen oder irgendwas? Ist da schon mal irgendwas passiert? Kannst du da Erfahrungen wiedergeben? Nee, ist nicht, aber vielleicht darf ich das nochmal zeigen. Hier sieht man ja diese super coole Farbe. Das ist nicht so, dass man das so kaufen kann, sondern das ist so eine Schutzhülle. Habe ich bei jemandem entdeckt, als ich in Austin auf der Messe gesessen habe und der hatte das in schwarz und ich dachte, boah, die kann man auch in schwarz kaufen. Und dann sagte er mir, nee, das ist leider nur so eine Hülle und die habe ich da drumrum und damit fühle ich mich ehrlich gesagt ziemlich sicher. Ich habe es noch nicht runtergeworfen. Mhm. Ich probiere das auch nicht aus. Also auch wenn die Werbung sagt, dass man das kann, würde ich das nicht tun. Das passiert früh genug. Das muss man nicht machen. Es sei denn, man möchte gerne auf YouTube angeklickt werden und da macht man das natürlich. Ansonsten traue ich von der Haltbarkeit her dem Apple, das ich hier habe, definitiv mehr zu. Der Windows-Rechner, den ich hier habe, der ist von Acer. Was ist das? Was sagte ich von einem Travelmate von Acer? Ist auch dafür da, dass man durch die Gegend rennt und damit Nägel in die Wand haut. Geht wahrscheinlich auch. Ich glaube aber, dass der nicht ganz so viel aushalten wird. Aber der hat auch, da kommen wir wieder zurück, der hat, ich würde mal sagen, 40% dessen gekostet, was das Apple-Ding gekostet hat. Und ist halt ein Windows 7 drauf und ich habe deswegen beide, weil ich halt mit verschiedenen Workstations arbeite, Punkt 1, Punkt 2, natürlich auch viel testen muss und da irgendwie auf dem Mac-Rechner habe ich alles, was Mac ist, Logic und Pro Tools und auf dem Windows-Rechner habe ich halt Cubase, noch nicht, aber in den nächsten Tagen und was habe ich noch? 3-4 andere Programme, Studio One habe ich noch, Samplitude, um das einfach zu checken und klar, das geht natürlich nicht auf dem Mac und ich fange auch gar nicht erst damit, ja, ich habe keine Zeit für so einen Quatsch. Aber bleiben wir jetzt nochmal beim Thema Haltbarkeit, das möchte ich jetzt gerne nochmal abschließen. Kai, kannst du das bestätigen? Entschuldigung, war das an mich? Haltbarkeit? Kai, was hast du damit erlebt? Ist dir schon mal runtergefallen? Das habe ich doch eben erzählt. Ja. Das ist rund. Was ist denn da nun passiert? Die Frage... Das war ja das Lustige. Kann Compute... Nochmal die Frage, bitte. Die Frage war, was ist dir wichtiger? Der Look oder die Haltbarkeit? Ich finde es wunderbar, wenn beides zusammenkommt. Und ich finde, das gelingt, das muss ich zugeben, Apple immer ganz besonders gut. Sieht gut aus und soweit ich weiß, ist es auch relativ haltbar. Ja. Was wir ja von dir erfahren haben. Hm? Du schmeißt die ja immer runter. Ich schmeiß die manchmal runter, ja. Okay. War meistens unabsichtlich. Kommen wir zum
für mich wichtigsten Unterscheidungsmerkmal, das ist für mich das Display. Also ich habe mir ja viele, viele Notebooks angeguckt und habe bei den Windows-Rechnern immer das Problem, dass ich die Displays so mies finde. Ach, ja, tatsächlich? Also im Vergleich. Weil, tatsächlich? Okay. Ja, also gut, ich meine, das Retina-Display, das ist natürlich jetzt ein Ausnahmefall. Klar. Aber auch die MacBook Airs und MacBook Pros finde ich so displaymäßig. Auch die einfachen Geräte. Ich habe jetzt hier auf dem Bildschirm mal die ganzen MacBooks vor mir. Hier MacBook Air 13 Zoll, 11 Zoll, 15 Zoll. Displaymäßig würde ich sagen, ist das immer auf dem höchsten Niveau, was man dann auch bei einem Windows-Rechner erst ab einer gewissen Preisklasse findet. Von daher muss man das immer vom Preis her stark relativieren. Ich glaube, Dirk, vielleicht weißt du das. Ich glaube, das Display ist eins der größten Kostenfaktoren, ne, bei so einem Laptop mittlerweile. Weißt du das zufällig? Das kann gut sein. Also, es, ja, vermute ich schon. Also, genau kann ich es dir nicht sagen, weil ich die Herstellungskosten nicht kenne, aber ich glaube schon. Und was halt auch eine wichtige Sache ist, gerade für Audio, inwieweit das geräuschemäßig einspielt, weil du hast ja schon durch die hohen Höhenfrequenzen schon unter Umständen Störgeräusche. Ehrlich? Du meinst die Übersprechung vom Display? Die Technik oder? Ja, vom Display, ja. Echt? Hm. Also ich hatte es jetzt bei MacBook, also ich habe zum Beispiel auch den Vorteil, ich kann beide nutzen, das heißt, ich habe ein MacBook Pro und ich habe ein HP, so eine Elite Workstation. Die sind von der Preisklasse her, also hochpreisig. Das Elite Book kostet, glaube ich, sogar noch mehr als ein MacBook Pro. Das ist vom Display super. Ist halt nicht so ein Hochglanz, dieses Spiegel-Display, sondern schon diese etwas... Spiegelnummer finde ich echt unerträglich, muss man sagen. Das haben die, gibt es aber bei den Windows-Rechnern, glaube ich, auch, ne? Dass die, also dass das HP Spiegel-Display hat jetzt ein mattes Display, aber... Hat der 17-Zeller hier auch noch. Ich hatte erst einen mit Glitzer-Display in der Hand und dann fragte mich der Verkäufer, das sollte Glitzer-Display sein oder matt? Ich so, matt. Ich habe das überhaupt nicht mitgekriegt, überhaupt nicht begriffen. Und sie hatten dann glücklicherweise noch eins da und da bin ich auch heute noch glücklich drüber, weil diese Spiegel-Displays, ich vermute mal, das Retina-Display, was du hast, der Non-Erik, das wird wahrscheinlich so ein Spiegel-Display sein, ne? Oder ist das matt etwa? Das ist leider ein Spiegeldisplay. Also es ist ein Spiegeldisplay, genau. Das ist ziemlich uncool, mein Lieber. Ja, das machen die Hersteller ja, soweit ich das weiß. Vielleicht weiß Dirk da was oder keiner. Das macht man, um den Kontrast zu erhöhen, ne? Mhm. Um ein besseres, mit einem minderwertigeren Display ein besseres Bild hinzubekommen. Mhm. Und das Retina-Display sollte angeblich nicht ganz so spiegeln wie die anderen MacBooks, aber es spiegelt ausreichend, dass man auf keinen Fall mit einer Kamera den Bildschirm leicht abfilmen kann, weil man hat dann immer irgendeine Lichtquelle im Hintergrund. Und ich weiß das von dem einen oder anderen DJ, die mir erzählt haben, ja, ich musste mein MacBook zurückgeben, mir eins holen mit einem matten Display, denn im Club sehe ich nichts auf meinem Display, weil sich die ganzen Lampen spiegeln. Genau, das geht einfach nicht. Ja. Ich weiß gar nicht, gibt es denn das Retina überhaupt mit einem matten Display? Nee. Ja, hab ich mir schon gedacht. Das kostet mehr und am Ende sind das ein paar Verrückte wie wir, die das voll cool finden und der Rest der Welt findet das irgendwie auch mit Spiegel voll cool, sieht voll Enterprise-mäßig aus, so Touchscreen-mäßig. Aber das ist dann, ja, der Rest der Welt kommt damit auch nicht klar. Also mal ein bisschen drauf rumspielen, dann ist Glitzer-Display wahrscheinlich cool, aber wenn man den ganzen Tag daran arbeitet, wie unser eins oder halt auch mal in besonderen Situationen wie auf der Bühne, dann ist das echt, das nervt. Aber das ist mal wieder voll unwichtig, weil das sind irgendwie ein Prozent der Nutzer und das interessiert die Apple-Jungs ja leider Gottes überhaupt gar nicht. Ich rufe mal die CT in Form von Kai Schwirzke an. In deiner Zeitung habe ich gelesen, warum für die Augen und für das Gehirn ein spielendes Display ungünstig ist. Hast du das in deiner eigenen Zeitung mal auch wahrgenommen? Ich nehme vieles wahr, aber da du es schon ins Spiel gebracht hast, würde ich sagen, du referierst jetzt einfach. Bitte? Ja, ich sage, ich nehme vieles wahr, aber da du das Thema schon angeschnitten hast, würde ich sagen, du referierst es jetzt einfach. Ja, das kann ich nicht. Also ich weiß nur noch, was das Ergebnis des Artikels war, dass man eben nachweisen konnte und auch darlegen konnte, warum ein spielendes Display wesentlich anstrengender ist, zum Draufgucken über einen längeren Zeitraum.
Das wurde klar dargelegt. Haben sich aber diese blöden Spiegeldisplays haben sich aber doch bei 80% oder 90% der Laptops mittlerweile so mehr oder weniger durchgesetzt. Ne? Ist wie ich sagte, das ist 1%, was rumnölt, nämlich die Leute, die den ganzen Tag davor sitzen und damit arbeiten, wie wir. Der Rest dödelt damit hier und da mal rum, guckt irgendwie ein Video drauf bei sich zu Hause abends oder keine Ahnung, ist damit nicht unterwegs. Viele Menschen sind damit ja auch nicht unterwegs, wobei bei den Apple-Laptops sind die Leute mehr unterwegs und gucken auch mehr unterwegs drauf, aber es sind halt viele Leute dann doch nicht den ganzen Tag dabei, da drauf zu gucken und deswegen merkt das nicht halt so. Nicht so wie unser eins. Also Apple möchte, das kann man hier schön sehen, für ein MacBook Pro 15 Zoll 1879 mit einem traditionellen Display und mit Retina-Display ist der Aufpreis, das sieht mir aus nach 400 €. Ne? Ja, kommt gut hin. 400 € nur für das mehr an Display, weil die restlichen Faktoren, wir sehen es da unten, Grafikkarte, Speicher und Prozessor, das ist das Gleiche. Und ich habe hier so einen wunderbaren Retina davor und das Problem ist, ich weiß nicht, wer von euch hat ein iPad 3? Ich, du, ne Kai? Das versaut einen, ne, für immer, dieses scheiß Retina-Display, weil es ist einfach sowas von geil. Und das zieht sich leider hier auf dem MacBook Pro auch durch. Das ist so geil, dass wenn man hier drauf guckt und dann hier rüber guckt, denkt man, was ist das denn hier? Ja, das kaputt. Muss ja noch vor dem Zweiten Weltkrieg gewesen sein, wo man diese Displays gemacht hat. Aber nein, es ist einfach wirklich eine Evolution, nicht nur ein evolutionärer Schritt, das ist wirklich unglaublich geil, wie diese Dinger aussehen. Und ich habe auch schon das erste Feedback für die Zuschauer, was denn die Audio-Applikation angeht. Also Studio One benutzt zum Beispiel ganz, ganz viele Systemschriften und skaliert wunderschön. Da gibt es nur die ein oder anderen Grafiken, die ein bisschen unrund aussehen. Aber bei Reason, da würde ich mal sagen, da müssen die Propellerheads schon mal ein bisschen was nachlegen. Denn die Art und Weise, wie die ihre User-Interface designt haben, das sind hauptsächlich wohl kleine Bilder. Und die skalieren dann eben nicht so schön auf dem Retina-Display. Dirk, hast du ein Retina-Display? Mac? Noch nicht. Nein, noch nicht. Nein. Nein. Ich habe auch kein iPad, aber ich kriege jetzt das neue iPhone schon. Was willst du hier in der Sendung? Also ich meine, was ich höre jetzt sehr interessiert zu, weil das Display ist mit Sicherheit ein Aspekt, aber ich meine, für ein Audio-Notebook würde für mich jetzt nicht in erster Linie das Display zählen. Doch, für mich würde als allererstes das Display zählen. Ach, okay. Weil das ist mein Interface, mit dem ich den ganzen Tag dann im Prinzip zu tun habe. Ich gucke da drauf und ich habe, ich muss jetzt ganz ehrlich zugeben, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, ich habe ja das Brainworks-Plugin getestet und hatte Schwierigkeiten mit meinem Mac Pro und habe gesagt, ich muss mal wieder aufrüsten und habe dann überlegt, Mac Pro, ich weiß nicht, 4 Mille mindestens, auch nicht auf dem neuesten Stand der Technik. Hey, es geht doch hin zum Laptop. Ich kaufe einfach ein MacBook Retina Display und schließe dann einfach meinen 20 Zoll Monitor an, baue mir hier wieder meine Mackie Control auf und habe beschlossen, das ist totaler Quatsch. Es ist viel, viel schöner, auf das Retina Display zu gucken und auch nicht so anstrengend und ich werde mir dann hier das Keyboard hin tun und hier die Mackie Control und auf den traditionellen großen Monitor ganz verzichten, weil mein Erlebnis hier mit dem Retina Display einfach glorreich ist und ich kann das Ding wie der Tom Ammermann auf 1920x1080 stellen, auf dem 15er und da die Qualität des Displays so gigantisch ist, sieht man dann unheimlich viel. Das kann ich jetzt alles hier nicht zeigen, weil ich den... Dreh doch mal um. Ja, so, naja, das ist jetzt hier ganz normal 14:40. Jetzt schalte ich das mal um. Was schaltest du um? Probier das mal. Die Auflösung. Genau. Das werden wir das natürlich jetzt sofort sehen, wenn er das umdreht. Reason. Und jetzt mache ich das mal auf ganz, ganz, ganz. Und jetzt seht ihr schon den Unterschied, wie viel mehr Fläche ich bekomme, ne? Das eben, das Window von Reason war eben das 1440x800. Und jetzt machen wir 1920x1080. Ich kann ganz, ganz viel darauf erkennen. Und auf einem herkömmlichen Display würde ich mal sagen, macht das keinen Spaß. Aber weil das Retina so scharf ist, kann man dann auch, wenn man mal sagt, oh, ich möchte mal ein bisschen mehr Überblick, ich möchte mal den kompletten Mixer sehen, kann man hier schön auf 1920x1080
20-10-80 umschalten und für mich ist das Display einer der wichtigsten, wenn nicht der wichtigste Faktor beim Kauf eines Laptops. Ist es. Wer wird ja am heftigsten von euch widersprechen wollen? Keiner, ne? Du, okay, hier los. Also, ich meine, so wie ich das verstanden habe, möchtest du quasi das Notebook komplett als alleinstehenden Rechner haben. Das heißt, du machst alles darauf. Das heißt, du hast deinen Desktop-Computer komplett abgeschafft, arbeitest fortan nur noch mit dem Notebook und deshalb muss es auch audiotüchtig sein. Wenn ich mir überlege, ich nehme ein Audio-Notebook, habe ich halt im Kopf. Ja. Das heißt, eine mobile Arbeitsworkstation. Und auch das große Problem und den großen Frust mit Apple, dass Apple mir ja nichts verkaufen kann, was schnell ist und ein Desktop ist. Ja. Das sind ja nur Mobilprozessoren überall drin. Das ist ja alles nichts. Und ich habe ja gesagt, einen Mac Pro zu kaufen, der noch nicht mal Thunderbolt hat, wo nichts ist, irgendwie, wo wirklich jetzt schon seit 2 Jahren irgendwie Stillstand ist, da habe ich einfach keine Lust drauf. Macht keinen Spaß. Und deswegen habe ich mich dann am Ende des Tages aber für Apple entschieden, aufgrund der besseren Audio-Performance und Zuverlässigkeit. Die für mich was nachher auch noch kommt, was auch ein Problem ist, finde ich. Was ich zum Beispiel wichtig finde. Zeig noch mal ganz kurz hier jetzt mal so ein Studio One, was man da alles sieht. Wie klein. Das ist jetzt hier auch 19-20-10-80. Das ist also wie auf einem großen 24-Zöller, habe ich das jetzt hier vor mir. Und es ist natürlich nur mit Brille für mich zu genießen. Aber die brauche ich jetzt sowieso die meiste Zeit. Und da kann man dann wirklich einfach mal hin und her schalten. Mal groß, mal klein. Also ich benutze diesen Bildschirm als mein Hauptmusikmachbildschirm. Und nicht mehr ein 20-Zöller oder 24-Zöller Cinema-Display. Aber wichtig sind doch meiner Meinung nach die Anschlüsse. Da kommen wir jetzt auch gleich. Ich meine, ich habe... Die was? Ich benutze sehr gerne das MacBook Pro, weil es ist stabil. Alles, was man halt so vom MacBook her kennt. Es funktioniert alles wunderbar, ist einfach zu handeln, ist stabil. Riesennachteil auch auf der Bühne, ich benutze das auch auf der Bühne, sind die Anschlüsse. Ich habe da 3 USB-Anschlüsse. Wenn ich halt mit einem Dongle arbeiten muss, ist einer schon belegt. Dann habe ich vielleicht noch ein Keyboard und einen Controller. Und da ist Schluss. Ich kann nicht viel anschließen. Und sonst fange ich an mit Adaptern und mit Hub und Firewire ist eh nicht. Und ja. Und das ist... Oder so, genau. Und das muss ich echt überlegen, wenn ich mit Audio arbeite. Das stimmt, genau. Was schließe ich da an? Ja. No, du kannst noch eine Tastatur anschließen, dann hast du an der Tastatur noch zusätzlichen USB. Aber mich wundert, dass du 3 opulente USB an deinem Mac hast. Also ich habe da einen, da ist nur jetzt eins meine nächste Frage. Ja. Wie viele USBs hat denn der, das Retina? Ich sehe da 2, glaube ich, ne? 2. 2. Ja, das ist echt, audiomäßig ist das echt uncool, muss man wirklich sagen. Also stopp, ich habe auch nur 2. Stopp, du hast recht, ich habe auch nur 2. Ich habe 2. Ich habe 3. Aber das ist... Warum braucht man denn jetzt 100 USB-Ports an so einem Rechner? Also wenn ich mit zum Beispiel Cubase oder Nuendo öffne, habe ich schon mal einen Dongle dran. Punkt, genau. Ist schon mal einer weg. So, was kommt jetzt? Kann ich noch einen Controller, ein Audio-Interface oder ein Keyboard? Muss ich mich entscheiden. Vielleicht möchtest du eine Maus anschließen, ja. Dirk. Ja, eine Maus geht schon gar nicht, weil dann kann ich ja weder ein Keyboard noch einen Controller anschließen. Oder ich kann mein Cubase nicht öffnen, weil der Dongle nicht passt. Oder also ich mache momentan ich schon diesen deshalb habe ich gerade gesagt... Muss man hier meine Dreckkiste reingreifen? Ja. Also ich mache hier das rausholen, dann musst du nämlich wieder so einen USB-Vogel hier mitnehmen und so. Ganz genau, der dödelt da rum. Ja, ich sag mal, was du alles brauchst. Das ist doch klar, weil wir sind irgendwie 0,05% der User, die irgendwelchen Spezialkram brauchen, der Rest braucht das nicht. Deswegen gibt's das auch nicht. So, wie gesagt, ja, gut, das ist halt Apple. Noch über Audio-Laptop. Ja, nee, ich meine, ja, aber du Apple baut ja keine Audio-Laptops. Apple baut Laptops für die so viele wie möglich Menschen voll cool und toll finden. So. Und das ist eine große Masse an USB-Port, völlig sekundär, um nicht zu sagen, quasi
unbedeutend, auch wenn wir, wenn wir 0,0005% der User das gerne anders hätten und das auch anders sehen und auch darlegen können, interessiert das Apple überhaupt nicht, weil dann kaufen wir halt keine Laptops mehr, dann verkaufen sie 0,0005% weniger. Das interessiert die nicht, die Bohne. Und deswegen Apple muss man sich argumentiert natürlich selbst so, und das sehe ich auch ein. Im Laufe der letzten Jahre hat sich das so entwickelt, dass als vieles über kabellos funktioniert. Bluetooth. Genau. Wi-Fi. Genau, und ich als MacBook Pro Retina User, wenn ich dann mal so ein LAN-Kabel anschließen will, da brauche ich auch einen Adapter. Da kann ich mir aussuchen, einen der Thunderbolt-Ports zu benutzen oder einen von den USB-Ports zu benutzen. Da hat man dann ganz schnell so eine ganze Tasche voll von diesem Klimperkram da. Ne? Alles 30 Euro. Ja, wollte gerade sagen, die es nicht umsonst gibt. Also das ist auch ein Geschäftsmodell, darf man auch nicht vergessen. Ne? Ja, also, aber das da hat mich angekotzt. Ich habe nicht mal Ethernet, Mensch. Was? Ich habe nicht mal Ethernet. Nee. Was, der hat kein Ethernet? Nein! Nee, kein kabellos. Kabellos. Ja. Okay, bleiben wir mal bei den Anschlüssen. Ja. USB ist aber nicht unbedingt immer das, was man da... Wenn du mit dem Ding so rumwedelst, hält das eh nicht lange. Danke, Kai. Danke, Kai, danke. Die CT hat gesprochen. Ich dachte immer, wir wollen Firewire-Interfaces anschließen oder die neuen Thunderbolt oder was? Wie sieht's damit aus? Das ist wieder nur Spezialistenquatsch. Ist das Dirk Geschichte mit diesem Firewire und Thunderbolt noch nicht da oder wie sehe ich das? Ich meine, es ist, ich habe kaum mehr zum Testen ein Interface in der Hand, wo Firewire dran ist. Das ist alles nur USB und Thunderbolt habe ich noch keins gekriegt. Die Firewire-Anschlüsse gibt es kaum nur noch, mit externen Zusatzkarten. Und das war aber absehbar, ist schon seit 8 Jahren ist das absehbar. Und USB war seinerzeit, also gab ja vor etlichen Jahren immer die Debatte USB oder Firewire. Da war Firewire mit Sicherheit für hohen Datenfluss die bessere Wahl, technisch gesehen, weil USB halt eine andere Technologie ist. Mittlerweile ist das, halte ich das für irrelevant, weil USB ist mittlerweile auch so ausgereift, also auch die ganze Treibertechnologie, das funktioniert auch. Es gibt noch viele gute Firewire-Interfaces und dafür musst du dir halt einen Adapter holen. Aber ich denke, es werden deswegen auch keine Firewire-Interfaces mehr aktiv entwickelt, neu entwickelt, weil es diese Schnittstelle nicht mehr gibt, grundsätzlich nicht mehr gibt. Kai, hast du denn als CT-Schreiber schon den Thunderbolt-Interface testen können? Nein. Ist dann, was weißt du, was es gibt? Das Protoss-Ding soll jetzt raus sein? Ist raus. Apollo gibt es das auch? Ich meine, Apollo ist jetzt auch angekündigt, dass es ausgeliefert wird. Der Dirk erinnert den Ingo nochmal dran, dass er mir versprochen hat, so ein Ding rüber zu schicken und testen. Mach ich. Ja. Weil da würde ich gerne mal meine Händchen dranlegen an so ein Thunderbolt Pro Tools Interface. Aber das ist noch nicht so richtig in die Gänge gekommen, ne? Auch vom Stefan Bahr haben wir ja gehört, dass da bei Metric Halo auch noch keiner irgendwie ins Schwitzen gekommen ist, sondern es gibt ja wohl irgendwie Adapter immer von Thunderbolt auf Firewire und damit hat sich die Sache für die erstmal erledigt. Gibt es wohl auch noch Probleme mit der Spezifikation von Thunderbolt? Beziehungsweise keine Probleme, sondern das ist wohl noch nicht so 100% endgültig, was ein Grund dafür sein soll, dass der ein oder andere Hersteller sich bis jetzt noch nicht getraut hat, ein Thunderbolt-Interface auf den Markt zu bringen. Naja, dadurch, dass das alles so an Apple hängt und Apple klar macht, wo die Prioritäten liegen, nämlich nicht an so einem Datendurchsatz, weil das sowieso nur für die Freaks wichtig ist, entschuldige, wenn ich da schon wieder drauf komme, kann ich das gut verstehen, dass die Leute sagen, was soll ich hier groß rumentwickeln, Hardware kaufen, Lizenzen kaufen, bezahlen. Dafür, dass irgendwie 5 Leute Hurra schreien in der Welt und der Rest sagt, jo, nett. So, da konzentriert man sich lieber auf andere Dinge. Also auf den Mainstream. Genau. So siehst du das. Wenn ich einen Laptop benutze, dann gehe ich auch mal davon aus, dass ich den mobil benutzen möchte. Eventuell habe ich auch kein Audio-Interface in der Tasche. Oder möchte ich auch gar nicht dabei haben. Ich möchte mit Onboard-Sound nur mischen oder editieren, arrangieren. Und wir hatten ja den Wolfgang Kundrus von Presonus Software in der Runde zum Thema PC oder
Apple für Audio. Und da war der Tenor schon so, ja, das Betriebssystem, Apple-Betriebssystem ist einfach besser ausgelegt für Audio. Und das funktioniert besser. Was sind eure Erfahrungen da? Mit dem Laptop und Onboard-Sound? Oder überhaupt mit Windows? Gar keine, doch, der Dirk. Ich habe, ich habe es nicht mit Messinstrumenten nachgeprüft. Ich habe ein bisschen das Gefühl, der Onboard-Sound vom MacBook ist hervorragend. Also nicht kein Vergleich zu professionellen Audio-Interfaces, aber man kann schon mit arbeiten. Das heißt, ich kann das schon mal, wenn ich schnell was abhören will, anschließen und es funktioniert. Ich kann schon gut hören. Es gibt, was ich benutze. Das ist allerdings für MacBook, also auf dem Mac-Betriebssystem nicht möglich. Ich habe den ASIO for All-Treiber. Der macht aus jedem Onboard-Pillefits ein ASIO-Interface. Das heißt, du hast also keine Latenzen, je nachdem. Und das funktioniert auf meinem PC, Notebooks, nicht aus oder hervorragend. Mann, du bitte. Ich habe gestern Bruce Allmächtig geguckt das Ding. Auf Sat.1. Und du bist vielleicht unser Dirk Allmächtig. Du hast keine Latenzen. Ja. Also ich habe diverse Audio-Interfaces, weil ich die ja auch hier testen muss, auf dem HP jetzt hier anprobiert. Normalerweise, wenn du auf diesen Onboard-Sound oder diesen, was weiß ich, primärer Soundtreiber und so weiter gehst, hast du schon, wenn du jetzt mit einer Tastatur spielst, schon Latenzen, logisch. Und dann kannst du mit deinem Buffer rumspielen oder du schaltest den ASIO for All an. Und ich habe bei einigen Sachen funktioniert der sogar teilweise besser als der richtige Treiber. Also von der Schnelligkeit her. Finde ich schon. Also ich benutze den immer öfter. Tom hat ja AB-Möglichkeiten auch. Ne? Du hast ja dein MacBook da stehen und hast du musst dann Windows, VST testen und so. Ist dir da irgendwie mal was untergekommen, wo du das Gefühl hattest, also auf dem Mac, das ist betriebssystemmäßig der Ton ja doch viel, viel besser als auf Windows oder umgekehrt. Ich würde in der Tat sagen, dass bei den beiden Rechnern, die ich hier habe, der Mac auf jeden Fall besser abschneidet. Bei dem Windows-Rechner ist es in der Tat so, wenn der MME-Treiber läuft, dann gibt es eine Menge Gezicke im Programm. Wobei ich jetzt nicht genau weiß, wie weit das auch eine Host-Geschichte ist. Aber es ist genauso, wie Dirk gerade sagt, ich habe auch den ASIO for All-Treiber hier. Den habe ich immer schon auf meinen Laptops gehabt. Das Ding ist super. Das Ding habe ich einmal angemacht und irgendwie alles war gut, alles klang prima. Ich hänge da mit einem wirklich guten Kopfhörer dran, also wirklich einen High-End-Kopfhörer. Und ich kann, wenn diese ASIO for All-Geschichte an ist, was dann heißt, dass ich schon die Hardware des Rechners benutze, nur nicht den Treiber, dann kann ich nicht sagen, dass der Mac besser klingt oder höher auflöst, als das der Windows-Rechner macht. Also da würde ich sagen, solange man die Treibergeschichte im Griff hat, und wie gesagt, ASIO for All ist einfach eine tolle Lösung, kostet nichts und ist eigentlich eine tolle Performance, hat man, würde ich sagen, von der Klangqualität, wenn man Onboard-Mittel benutzen möchte oder muss, wenn man dann am Strand sitzt und seine 3D-Mischung macht, dann ist man gut bedient damit. Also dann ist man mit einem Mac gut bedient und mit einem entsprechenden Windows-Rechner, der halt so einen Treiber hat. Ist ja wahrscheinlich, Tom, auch logisch, denn im Prinzip sind ja auch PC-Komponenten im Mac verbaut, da ist ja im Prinzip dasselbe drin. Also es kann dann nur noch die... Was? Ja, das Marketing ist besser bei den Mac-Leuten. Das ist schon immer so gewesen. Die Windows-Leute sind da ein bisschen eckig. Aber du hast natürlich völlig recht. Am Ende ist da doch dasselbe drin. Durch die Verpackung ist dasselbe drin. Ja, ist dasselbe genau. drin. Der gleiche Chip wahrscheinlich drin und wahrscheinlich so weiter und so fort. Ja. Ich habe mit Windows und Audio immer so Probleme mit den verschiedenen Applikationen. Also am Mac bin ich das gewöhnt. Kai, du kennst das. Ich kann auch Reason und Studio One gleichzeitig laufen lassen und noch ein Logic und auch im VLC noch ein Video abspielen und Audio wird immer kein Problem sein. Das kannst du aber am Windows-Rechner vergessen, nach meiner Erfahrung. Kannst du, ich habe hier schon immer Hudel. Das geht auf dem Mac auch nicht. Mach mal Pro Tools an und zieh mal dein Kopfhörerstecker raus. Das wird ganz lustig. Also ich habe
wenn du Pro Tools auf dem Macintosh laufen lässt. Also ich habe hier, wenn ich mein Pro Tools laufen lasse und mach dann, ich glaube, nur wenn ich ein Video aufmache, also nur wenn ich den Stecker rausziehe, den Kopfhörerstecker, dann geht Pro Tools einmal kurz in die Knie. Manchmal gibt es auch CPU-Overload und das ist der Pro Tools-Treiber, der auf die Mac-Hardware zugreift. Das ist nicht irgendwie keine Raketentechnologie. Ist es, weiß Gott nicht. Und ich habe Skype verträgt sich zum Beispiel überhaupt nicht damit, mit dem Pro Tools-Treiber. Die kriegen sich richtig in die Wolle. Also das ist so, haha, Mac kann alles und irgendwie dreifach und fünffach. Das liegt an Avid. Das liegt an Avid, die können das nicht. Ja, das liegt an Avid, das würde ich auch so sehen. Ja gut, ich meine, bei Mac, der Mac kann halt vom Betriebssystem aus her tatsächlich, wie wir eben festgestellt haben, besser mit Audio umgehen und auch latenzfreier mit Audio umgehen. Deshalb kann man halt einen Cubase oder sonst einen Logic anschmeißen, braucht keinen speziellen ASIO-Treiber und kann trotzdem schon vernünftig arbeiten. Richtig. Das natürlich, wenn eine Software kommt, die ganz viel Leistung beansprucht, sich mit anderen nicht versteht, dafür kann jetzt das Betriebssystem nichts, würde ich mal sagen. Wohingegen derselbe Fall, das, was du eben noch gesagt hast, mehrere Musikapplikationen auf Windows aufzumachen und dann unter Windows aufzumachen, dann hat man beispielsweise einen ASIO-Treiber. Das geht natürlich in die Hose, falls man nicht für jedes Programm einen eigenen ASIO-Port hat. Und somit hast du schon recht, das ist auf dem Mac angenehmer. Keine Ahnung, ob das die Programme sind, die auf dem Mac besser laufen oder besser programmiert sind oder und im Umkehrschluss die auf Windows. Das würde ich jetzt mal noch dahingestellt lassen. Kann ich dir helfen, Tom. Ja, bitte. Denn es ist tatsächlich so, dass auf der Betriebssystemebene von Apple ein Multitasking-Betriebssystem, Core Audio, entwickelt wurde. Da hat sich Microsoft mal dran versucht, ist aber nie hinbekommen. Und davon leben wir jetzt, von diesem schönen Core Audio, dass das eben funktioniert. Und ganz kurz, bevor ich es vergessen habe, ich habe jetzt hier mal den MacBook, das Display mal ganz runtergeklappt. Das war für mich auch ein Entscheidungsmerkmal, nämlich hier der geht nicht ganz so weit runter, der geht auch nicht ganz so weit runter. Und das ist geil, wenn das so weit runter geht, wenn man nämlich dann hier die Boxen hat, dann hat man fast wie so einen liegenden, also ich stelle mir das immer wirklich tatsächlich so hin, ganz flach, weil dann habe ich wenig Bildschirm im Weg vor meinen Augen. Also auch nochmal ein Feature, Touch. Was mich beim Display bei der Kontraststeigerung auch noch berührt ist, wie weit kann ich das Display runterklappen? Da gibt es große Unterschiede. Okay. Ja, was natürlich sexy ist, ist, dass es so schlank ist, ne? Die anderen Dinger sind ja schon dick. Du kannst es beim ThinkPad sogar ganz flach machen. Ehrlich? Mhm. Tja, siehst du schon wieder nicht. Ach, habe ich doch gesehen beim Schneiders Laden. Die hatten den an der Wand kleben. So. Ja. Stimmt. Du kannst es flach machen und du kannst es sogar drehen und umklappen, dass du quasi auf der einen Seite, glaube ich, Tastatur hast und auf der anderen Seite dann sogar, ich glaube, die haben sogar Touch-Dings da drauf, einige. Also die teure. Jetzt, wo wir doch beim Betriebssystem sind, habe ich noch mir hier eine Notiz gemacht. Ich habe letztlich so laut S... Pünktchen, geschrien in meiner Wohnung, dass meine Frau kam und sagte, hör auf hier so ein Radau zu machen und die Leute aufzubocken, weil dieses Mountain Lion. Ey Leute, ich schiebe eine SDHC-Karte von meiner Kamera rein. Das war normalerweise überhaupt gar kein Problem. Ich habe mich so gefreut, ich habe hier einen Slot, ich kann jetzt hier von der Videokamera hier reinstecken. Da haben die von Apple jetzt sich gedacht, was muss denn der blöde Non-Eric auf seine File-Struktur, auf seinen Datenträger gucken können? Wenn da ein AVCAD-File auf dem Ding drauf ist, dann machen wir so einen Container. Da ist dann ein schönes Bild mit QuickTime, AVCAD. Also der Trend geht doch bei Windows und bei Apple immer mehr dahin, dass ich sowas gar nicht mehr professionell nutzen kann, weil ich gar keine Zugriffe mehr habe. Habt ihr da irgendeine Meinung zu? Ja, die habe ich letztes Mal schon kundgetan, dass man das, und da wurde ich dann böse unterbrochen, weil ich offensichtlich zu viel rumgepöbelt habe. Das kann gar nicht vorgekommen sein. Hier dieser nicht Trend dahin, die Infantilität der Menschen immer mehr und mehr zu featuren, indem man alles für sie macht und diese Einknopflösung, das war der Begriff, den ich, glaube ich, da verwendet. Ich hasse das wie die Pest. Ich finde das unmöglich. Ich meine, okay, ich stehe auch auf einfach, aber ich will dann auch, aber auch wieder gerne zu viele Dinge gerne besonders haben und anders haben. Und ich kann es nicht ausstehen, wenn man mir dazwischen funkt und meint, alles abnehmen zu müssen. Und ich finde das fürchterlich, wenn die Welt
so noch gleicher, immer gleicher wird und weniger individuell wird, dass alle dann alles gleich machen. Das wahrscheinlich sind wir aber wieder diese 2 oder 5% von denen du vorhin schon geredet hast. Wir sind die paar Idioten, die irgendwas Ernsthaftes mit den Computern machen wollen. Und das stirbt einfach auf breiter Front aus. Ich meine, Kai, hast du schon mal Windows 8 in den Fingern gehabt? Nein. Nee? Gestern hat mir jemand davon erzählt. Dirk auch nicht, ja? Keiner von uns hat da bis jetzt gewagt, Kontakt mit aufzunehmen. Gestern, mit Windows. Gestern habe ich mit ihm gesprochen. Er sagte, Windows 8, naja, muss man nicht haben. Also das geht ja in dieselbe Richtung wie bei Apple, ne? Die haben da jetzt irgendwie... Ja, so kachelmäßig auch. Hm? Das wäre auch so ein, das wird wie so ein iOS-Betriebssystem. Hm. Auch Apple geht immer mehr in Richtung iOS. Ja, ja, logisch. Das ist ja genau das, was ich sage. Muss ich denn noch wissen, wo meine Daten gespeichert sind? Was ich mir vorstellen kann, ist, dass es bei diesen kommenden Betriebssystemen, die halt so konsumerfreundlich sind oder eigentlich gar nichts mehr mit ursprünglichen Computerbetriebssystemen zu tun haben, dass es da vielleicht dann auch mal Profi- oder Administrator-Network-Varianten gibt, in denen man noch diesen so einen Modus hat, mehr zu machen. Das kann ich mir vorstellen. Oder wir alle nur noch mit bei Windows 8 ist das dringend notwendig, wenn jetzt jeder Windows-User auf einmal auf 8 umswitcht und dann hat er auch nur noch solche Kacheln, die er anklicken kann und alles wird von selbst gemacht, da werden viele Softwareprogramme gar nicht mehr mit klarkommen. Ich finde, das ist, dahin sollte es gehen, aber ich glaube, das wird einfach nicht gemacht, dass man, es ist ja okay, den Oma-Modus zu haben oder den Baby-Modus, wenn man das unbedingt haben will und das sexy findet. Ich finde das grauenhaft, aber egal. Ich fand schon die weißen Apples fürchterlich, egal. Aber es muss doch noch diesen Modus geben für die großen Jungs und die großen Mädchen, die ganz gerne ihr Leben selber bestimmen und wie sie ihre Daten managen. Und dass ich befürchte fast, dass das aber ein bisschen aussterben wird, beziehungsweise dass das irgendwann mal richtig Geld kosten wird. Wird man sehen. Ich hoffe, dass die Betriebssysteme dass, wenn sie es denn jetzt aufgeben, irgendwann wieder zulassen, dass es den Expertenmodus gibt, wo man so drauf arbeitet auf dem System, wie wir das im Moment gewöhnt sind, weil man einfach sich gewisse Dinge, gerade wir und aber auch andere Medienschaffenden, einfach nicht aus der Hand nehmen lassen. Das geht einfach ist nicht. Ist es denn vielleicht so, Kai, dass der Laptop ja eigentlich schon tot ist und dass es im Prinzip eigentlich der Tablet schon... Der Laptop der von heute, nicht von der Zukunft. Ich meine, man hat ja Statistiken gesehen, diese Tablet-Verkäufe gehen ja raketenmäßig ab. Es gab noch nie so eine schnelle Entwicklung wie jetzt mit den Tablets und den Smartphones in der Computergeschichte. Also diese Veränderungen sind ja ganz, das ist ja rapide, wie sich das ändert. Ist das hier vielleicht schon eine Diskussion, die eigentlich... gar nicht mehr nötig ist, weil wir eigentlich uns hier über iPads unterhalten müssten? Ich glaube, die sind doch mobiler. Kai? Ich glaube, da müsste man mal... Na gut. Kai? Also ich glaube, dass als allererstes die Tablets, also dass es die Desktop-Maschinen betreffen wird, das sind Dinosaurier, glaube ich. Deren Verkauf wird im Laufe der Zeit stark sinken. Das Einzige, was doch, glaube ich, für viele Leute noch für den Kauf einer Desktop-Maschine spricht, ist, dass man da jeweils die leistungsstärkste Grafikkarte reinstopfen kann und dann auf dem Gaming-Sektor relativ aktuell ist. Ansonsten gibt es meines Erachtens für einen Desktop-Rechner nur noch sehr, sehr wenig Argumente. Und ich glaube, das stärkste Argument... Ich hab eins. Ja, das ist die Erweiterbarkeit über PCIe-Steckkarten. Genau, Erweiterbarkeit, Aufrüstbarkeit und da ist man ja hier schon richtig schön angeschissen beim MacBook Retina, da geht ja gar nichts. Aber der Dirk, der hat doch im Programm ein HP Workstation, die hatten wir auf der Messe, ja? Da konnte man ja mal reingucken und das ist ja nun wirklich ein Teil, wo man wirklich alles, sogar die Grafikkarte, glaube ich, austauschen kann, ne? Also es ist bei allen Workstations, also wenn du eine HP Workstation, das ist also so eine separate Serie, kaufst, kannst du alles eigentlich wechseln. Das heißt, du kriegst auch eine HP Workstation nicht ganz normal im Media-Fachmarkt, sondern nur bei HP Workstation-Händlern, genau wie man Apple nur bei Apple-Händlern kriegt. Und die gibt es auch nicht in einer Standardversion, sondern man muss die in bestimmten Konfigurationen sich bestellen. So. Und im Grunde genommen ist das... Argument, was Kai schon angesprochen hat, schon richtig. Entweder du willst viel erweitern, also eine große Grafikkarte oder was weiß ich,
Oder mehr so ein Speicher, Spiel, ganz einfach nur. Speicher, wieso? Du nur kannst mehr Speicher oder eine größere Festplatte, mehr will ich doch schon gar nicht. Das ist ja heutzutage schon auf dem Notebook oder bei Apple schon verboten. Ich habe hier so ein HP Elitebook. Das ist jetzt optisch vielleicht nicht ganz so toll wie so ein MacBook. Das kannst du aufrüsten mit einer Nvidia K3000M Grafikkarte. Die kostet dich auch weit über 1500 Euro. Geht alles. Du kannst zwei Platten einbauen. Du kannst bis, weiß ich nicht, 16 GB oder noch mehr Speicher. Das ist egal. Du zahlst allerdings auch dafür. Das heißt, vom Preis her ist das eine Workstation. Das heißt, du bist da dann ab 2000 Euro mit dabei. Und da wäre zum Beispiel mein Aspekt, wenn wir hier sagen, wir machen Kaufberatung für Audio-PCs. Worauf soll man achten? Weil wir haben jetzt hier über Betriebssysteme gesprochen, wir haben über Displays gesprochen. Vielleicht gibt es ja auch eine Möglichkeit, ab welchem Budget geht's los? Oder kann man mit einem, zum Beispiel, würde mich mal interessieren, hast du mit dem 299 Euro HP, hast du da Audio mitgemacht? Und wie gut war das? Nee. Hat es funktioniert? Wie viele Plugins konntest du da öffnen? Wie viele Spuren hast du da aufgenommen? Okay, oder jetzt sind wir beim Thema Leistung, ne? Leistung, Power. Ja. Also das ist ja, kommt ja mit ins Spiel. Also wenn ich hab zum Beispiel auch noch einen Desktop-Rechner hier bei mir im Studio, so ein 19-Zoll-Rechner mit drei Höheneinheiten, den kann ich auch aufbauen bis zum geht nicht mehr, alles super. Aber ich gebe dir recht, momentan sind wir in einem Zeitalter Notebooks und vielleicht geht auch demnächst was in Richtung Tablet nur noch. Aber wir müssen ja darüber reden, was ist jetzt? Weil wir können ja nicht mehr darüber reden, was ist der Trend? Ist das denn, und dann warten wir noch mal zwei Jahre. Also der sich jetzt ein Notebook anschaffen möchte und damit auch Audio machen will, der möchte sich ja jetzt was kaufen. Ja, der sollte sich dann eventuell, wenn er, sagen wir mal, keine 1000 Euro hat, muss er sich ja mehr oder weniger sowieso schon mit dem Windows-Rechner an Freunden, denn da geht es ja ab 1000 erst los, ne, beim Mac. Aber ist das jetzt hier drauf? 1000 Euro. 11 ja. Zoll. Richtig. Und da ist ja zum Beispiel der Vorteil. Ich meine, du kannst mit einem Windows-Computer jede Menge machen. Du kannst auch vielleicht kleinere Systeme noch aufpimpen. Das ist allerdings, das ist halt dieser Preisunterschied. Da musst du selber ran. Da musst du wieder bei einem PC-Frickler, wie er immer lästermäßig gesagt wird, aber da kannst du schon einiges rausholen. Es gibt viele Kunden, also wir haben das hier gerade hier in der ganzen FL-Studio-Szene, das sind halt Leute, die wollen nicht oder können nicht mal 1000 Euro für ein Notebook ausgeben. Würden die super gerne, träumen die von. Aber was machst du denn, wenn das nicht geht? Und was ist, wenn das nicht geht, dann hast du schon mal nicht mehr die Option, ein Apple-Notebook zu kaufen? Oder gebraucht. Dann geht's auf 1000 los? Ja. Und aber jetzt nochmal zu diesem Thema Leistung, da würde ich auch nochmal gerne den Kai fragen. Ich habe zum Beispiel mal versucht rauszufinden, ist mir nicht gelungen im Netz, die reine CPU-Leistung eines iPads 3 in Relation zu so einem Mobilprozessor von Intel. Weißt du da was? Ist das jetzt... Nee? Und ich meine, dieser i7 Quad-Core, der hier in diesem MacBook Retina steckt, der ist so schnell, dass dieser Rechner, ich glaube, der 5 oder 6 schnellste überhaupt von Apple ist, den ich habe. Also auch ein MacBook, also Mac Pro ist gar nicht mehr wesentlich schneller als dieses Ding auf der neuesten Generation. Sind wir leistungsmäßig sowieso schon so glücklich, dass wir uns bei Audio um die reine Leistung nicht mehr so wie früher gar nicht mehr so kümmern, weil wir sagen, manchmal mache ich nur 44.1 und ob ich 2000 Sampler Stimmen oder 10.000 Sampler Stimmen spielen kann, ist mir wurscht. Kai, was sagst du? Ja, absolut. Ich glaube, das ist so. Selbst auf dem Vorgängermodell von deinem MacBook Pro kannst du problemlos auch größere Produktionen fahren. Ich kenne einen Berliner Produzenten, Komponisten, noch Filmmusiker, den Mickey Mäuse. Der macht wirklich auf dem MacBook Pro seine komplette Filmmusik. Der hat manchmal noch ein altes MacBook Pro so als Library-Verstärker dazu stehen, aber der benutzt nur noch sein Notebook. Der ist völlig, das reicht vollkommen aus. Hm. Okay. Der hat ausreichend Leistung. Ich meine, jeder wird es schaffen, irgendwie irgendwann mal das Ding ans Ende zu bringen, wenn man ausreichende Instanzen von irgendwas aufmacht. Aber ich glaube auch, dass gerade die aktuelle Generation von i7-Prozessoren, i7-Prozessoren absolut ausreicht für 99,9% aller Audioanwendungen. Dirk, ist das auch deine Erfahrung
vom Vertrieb und Handel, dass das jetzt gar nicht mehr so wie früher, oh ja, ich brauche den schnellsten Rechner und ich muss alle zwei Jahre, alles halbe Jahr updaten, weil ich bin immer in der Kotzgrenze und so. Also ich schaffe das ja immer, weil ich ja gerne 96 Kilohertz mache, aber da werde ich ja schon verspottet für. Wer braucht denn das? Das hat doch gar keiner. Also es ist richtig, die Computer haben jetzt in den letzten Jahren schon, sind technisch so weit, oder die Prozessoren, dass das immer weiter in den Hintergrund gerät. Das heißt, wenn du jetzt wirklich wenn du professionell mit einem Live-Recording mit, was weiß ich, 64 Spuren und mehr Audio machen musst, und das mit einem Notebook, dann würde ich schon drauf achten. Oder ich würde auf ein DSP-basiertes System, so wie das Apollo oder ein Pro Tools, gehen. Wenn du aber sagst, ich möchte einfach Musik aufnehmen oder ich habe, keine Ahnung, 12 Spuren, 24 Spuren, 32 Spuren oder ich arbeite mit Cubase oder mit wem auch immer, dann spielt das gar nicht mehr so eine große Rolle. Es geht, die CPU-Leistung tritt dann höchstens noch für die ganzen Elektronik-Musiker auf, wenn die dann halt ihre ganzen virtuellen Instrumente nehmen. Und da ist es ja heute so, man arbeitet ja nicht mehr so wie früher mit Multimode, sondern wenn ich halt 5 Sounds haben will, dann nehme ich halt 5, mache ich 5 Plugins auf. Ja, genau. Und da ist irgendwie nach 30 Plugins irgendwann der größte Prozessor kommt dann irgendwann mal ins Stocken. Wenn ich ja noch einen fetten Reverb und was weiß ich, Mastering-Plugin, alles aufmache, da merke ich das schon noch. Und da kannst du sagen, okay, da ist jetzt ein i7 oder i7 Prozessor, den gibt es ja in verschiedenen Größen. Ist schön, wenn man sowas hat. Kostet allerdings auch. Also ist nur bei den großen, fetten Dingern drin. Ja, aber die Frage, was wir jetzt hier am Anschluss ja noch erörtern wollten, war ja eben diese Frage, ne? Erweiterbarkeit, ja. Brauche ich noch mehr Rechenleistung? Ist dieser Laptop eigentlich jetzt schon so weit ausreichend, dass man sagen kann, ja, man kann sich vielleicht nicht nur einen Laptop holen für, wenn man mobil was machen will, sondern so wie ich, irgendwann kommt der Switch, wo man sagt, nö, also ich will das auf dem Mac machen, weil es für mich einfach angenehmer ist, auch vom Betriebssystem her. Meine Erfahrungen waren alle nur gut, was Audio angeht auf dem Apple. Aber ein Mac Pro, so einen Klotz möchte ich mir nicht mehr hinstellen hier. Das ist für mich schon so ein bisschen Geschichte. So viel brauche ich gar nicht mehr, weil der i7 ist. Da würden wir doch alle drei, würden wir das unterschreiben, sagen, hier, also ein Notebook, ein schnelles Notebook kann mittlerweile einen Desktop ersetzen. Gebe ich dir völlig recht. Also ich arbeite zum Beispiel jetzt schon seit Jahren nur noch mit Notebooks. Also im Studio habe ich ja erzählt, einen großen Rechner. Ich möchte ihn gar nicht vergleichen mit dem HP oder mit dem MacBook. Mit Sicherheit ist das vielleicht identisch. Selbst Video. Also ich habe hier auf dem HP Videoschnitt gemacht. Geht perfekt. Ja, also das wäre mir aber für professionelle Arbeit, wäre mir ehrlich gesagt ein Notebook zu klein. Also nicht von der Rechenleistung. Die Rechenleistung ganz kurz, Tom, da muss ich jetzt eingrätschen. Na dann. Dieses professionelle Arbeiten, da habe ich immer so ein Problem mit. Ja, weil, was ist das für ein Begriff? Was heißt denn das? Er verdient sein Geld damit. Den Tag über am Rechner sitzen. Ich habe keine Lust, den ganzen Tag vor so einem kleinen Display zu sitzen. Ja, dann soll das ist mir scheißegal, wie gut das auflöst. Ist mir völlig egal. Dadurch werden die Knöpfe nicht größer. Die werden nur schärfer. Sehr elegante Möglichkeiten, das zu erweitern. Wenn wir mal bei Apple bleiben, kauft man dann halt das Thunderbolt-Display und eine Tastatur dazu, eine drahtlos, und dann hat man das Ganze doch schon wunderbar irgendwie ein paar bequeme Komponenten erweitert. Genau, das wollte ich damit sagen. Also dieses, wir machen jetzt alles nur noch mobil, alles hübsch, schön und gut, aber sobald man damit sein Tagesgeschäft irgendwie abbewältigen muss, und das müssen immer mehr Menschen auf diesem Planeten, ist halt das, was ein Tablet-PC hergibt, zu wenig. Das, was ein Laptop hergibt, grenzwertig. Egal, wie hoch die Auflösung ist, die Knöpfe werden dadurch nicht größer. Ich denke, da braucht man schon einfach ein größeres Display, wo alles gerne schärfer, aber auch einfach eine gewisse Größe hat. Und ich glaube, dass in dieser Hinsicht womöglich, ich denke, große Arbeitsmonitore oder Displays wird es weiterhin geben, die man dann zum Beispiel an seinen Laptop andockt. Und auch Thema Tastatur, das bleibt auch. Also ich glaube auch, dass wenn man den ganzen Tag arbeitet, man nicht auf einer Glasfläche rumtippen kann. Da wirst du irre, du brauchst eine richtige Tastatur, gerade wenn du 10 Finger schreibst. Und das sind zwei Dinge, die nicht verschwinden. Also Rechnerleistung, ja, kein Laptop oder
keine Ahnung, irgendeine Streichholzschaft sein, die du in die Ecke wirfst, genau. Richtig, aber das brauchst du halt schon noch. Das und brauchst darunter geht einfach nichts. Gerade genau, hier das Zehnerfeld, genau, zeig das mal hier, dieses Bluetooth-Zehnerfeld, das ist ganz, ganz wichtig, weil viele Funktionen von Cubase und Studio One sind auf diesem Feld, kann man zu Locator-Punkten machen. Das habe ich mir extra dafür geholt, das braucht man auch. Richtig, also da gebe ich dem Tom absolut recht. Also da kriegt man Fingerkrampf, wenn man jetzt den ganzen Tag versucht, auf diesem Touchpad das zu machen oder rüber zu reichen auf die Tastatur. Da nutze ich tatsächlich sowas. Und das geht weiter. Es sind nicht nur wir Audio-Nerds, sondern das sind oder die Video-Nerds, sondern das geht auch für alle, die Datenverarbeitung machen, die den ganzen Tag irgendwelche Media-Blabla am Rechner machen müssen oder auch nur Verkauf, Internet, was auch immer. Das wird mehr. Das heißt also, Tastatur und große Bildschirme wird es weiterhin geben. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, ist, dass die Menschen, die Normalsterblichen, zu denen wir ja, wenn wir Freizeit haben, auch gehören, das schon ganz cool finden, auf einem iPhone oder auf einem Tablet irgendwie alles machen zu können und mal eben kurz was angucken. Richtig Fun. Das heißt, abends hinlegen und sich berieseln lassen, hast du mit so einem Lütten-Display nicht. Du willst was Großes haben und deswegen werden die verdammten Fernseher auch immer größer. Wir kaufen dir demnächst mal so ein Retina-Mac und dann wird das Geschichte. Mit einem Retina-Mac bin ich abends nicht glücklich. Ich liege von meinem Plasma und kleiner darf das auch nicht sein und da ist irgendwie, wenn die Auflösung höher ist ist dafür alles kleiner wird, bin ich immer noch nicht glücklich. Ja, aber es gibt doch dann einen physikalischen Zusammenhang. Einen Zusammenhang zwischen Bildschirmnähe. Genau. Ja, und Größe. Ist klar. Genau. Ich kann mich natürlich auch so vor mein Retina setzen. Ja, das ist aber nicht das, was super Spaß macht. Okay. Judy, ich glaube, wir haben aber die wichtigsten Aspekte eines Audio-Laptops heute in unserer kleinen Kaufberatung. Wir wissen jetzt, ne, Dirk, unter 1000 Euro immer Windows. Das ist schon mal ganz einfach, ne? Dann würde ich sagen, ganz wichtig, wie sieht die Qualität des Displays aus? Das ist für mich eine der wichtigsten Komponenten. Und dann haben wir ganz, ganz viel Auswahl. Ne? Ja, weil wir viel Fall. Geld haben und müssen aufrüsten. Und wir müssen HP Workstation. Hurra. Die ist aber auch nicht für 1000 Euro. Oh. Also ich sag mal, das ist eine HP Workstation, geht los ab. Die ganz kleine, da ist auch nur eine kleine Grafikkarte, obwohl das schon eine 1000er, also Nvidia 1000er ist, bist aber auch schon mit 1900 Euro dabei. War gut. Ja. Menge Holz. Na gut. Ja, wäre wirklich mal interessant, so einen Benchmark davon zu sehen, wie viele Spuren man da so, zum Beispiel hier, wenn du mir mal so einen HP Workstation schickst, lass ich den mal antreten gegen den Kollegen hier. Können wir mal machen. Alles klar. Ja. Judis, Jungs, Kai, hast du noch was beizutragen oder fällt dir noch was an? Gut, alles klar. Ja, dann würde ich mal langsam Schluss machen wollen und mich bedanken beim Dirk. Wir können ja mal gucken, wer das jetzt sieht, kann ja mal seine Erfahrungen in den Chat reinhacken. Genau. Chat-Window, wir haben, wie gesagt, Chat ist bei uns noch eine große Baustelle, da arbeiten wir aber dran, versprechen uns auch Besserung, dass wir hoffentlich in den nächsten Wochen dann eine Lösung haben, dass man da leicht in den Chat reinkommt, dass wir den auch ordentlich moderieren können und dass wir da eine sinnvollere Interaktion mit unseren Zuschauern, die live dabei sind und sich die schöne Mittagspause versüßen mit einem Musetalk-Stammtisch, dass wir da auch besser reagieren können. Gut, ich bedanke mich beim Dirk Zerwenka, dass er dabei war. Danke, Dirk. Danke und schöne Grüße. Beim Tom Ammermann. Sehr gerne und checkt das VST-Teil, es läuft. Sehr schön. Und beim Kai, der endlich mal Zeit hatte mitzumachen. Sehr gerne. Ja? Gut, dann sage ich nur noch, make more music mit Musetalk. Bis zur nächsten Woche hier auf diesem Sender. Tschüss. Ciao. Tschüssi.